Da ja mein Video zum Thema Gesichtszeichnen für Anfänger ziemlich gut angekommen ist, starte ich heute eine Serie zum Zeichnenlernen für Anfänger. Ich werde also in nächster Zeit Videos zum Schritt-für-Schritt-Zeichnenlernen für euch erstellen und hochladen. Dabei fangen wir mit dem Gesichtszeichnen an bzw. bauen auf meinem letzten Video zum Thema Gesichtszeichnen für Anfänger auf. Heute starten wir damit, Schattenzeichnen zu lernen. Nächste Woche zeige ich euch dann, wie ihr das Schattenzeichnen-Tutorial von heute beim Zeichnen von Nasen benutzen könnt. Danach gibt es dann ein Tutorial zum Thema Augenzeichnen. Wenn euch so eine Videoserie interessiert, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß. Und abonniert am besten noch meinen Kanal, damit ihr die Videos auch nicht verpasst. Zuerst würde ich euch für das Schattenzeichnen-Tutorial gerne zeigen, wie ihr durch den Abstand von Linien Schatten bzw. Dunkelheit und Helligkeit erzeugen könnt. Das hilft euch, wenn ihr beispielsweise mit Kreuzschraffuren arbeiten wollt. Wie ihr seht, wirkt die linke Seite, bei der der Abstand der Linien kleiner ist, dunkler als die rechte Seite, wo mehr Abstand zwischen den Linien ist. Den Effekt könnt ihr, wie ich hier auch, verstärken, indem ihr noch mehr Linien zwischen denen einzeichnet, die ihr schon gemacht habt. Das gleiche Prinzip könnt ihr auch umsetzen, indem ihr die Linien auf der linken Seite dicker zeichnet als die Linien auf der rechten Seite. Diese Methode bzw. die Abstandsmethode funktioniert, weil die Helligkeit bzw. Dunkelheit innerhalb einer bestimmten Fläche durchschnittlich dunkler ist, wenn mehr Fläche mit Farbe bzw. hier einem Bleistift gefüllt wird. Das Ganze zeige ich euch jetzt am Beispiel der Kreuzschraffur. Bei der Kreuzschraffur wird Schatten bzw. Dunkelheit erzeugt, indem man an den Stellen, die dunkler sein sollen, mehrere Linien in unterschiedlichen Winkeln übereinander legt. Das könnt ihr auch gleichzeitig kombinieren mit dem Abstandsprinzip, das ich euch gerade erklärt habe. Also je mehr Linien ihr in verschiedenen Winkeln übereinander legt und je dichter diese Linien zueinander sind, desto mehr Schatten bzw. Dunkelheit erzeugt ihr an der Stelle. Das gleiche könnt ihr zum Beispiel auch mit solchen Kringeln machen. Je kleiner ihr die Kringel hierbei macht, desto dunkler wird die Stelle. Das könnt ihr mit vielen verschiedenen Formen ausprobieren. Dabei gilt aber immer das Abstandsprinzip von vorhin. Je kleiner der Abstand zwischen den Linien, desto dunkler wird die Stelle. Das könnt ihr alles mit einem einzigen Bleistift machen, ohne viel Geld für unterschiedliche Bleistifte ausgeben zu müssen. Wenn ihr es euch aber einfacher machen wollt, sind Bleistifte mit verschiedener Härte zum Schattenzeichnen ziemlich hilfreich. Weiche Bleistifte, wie zum Beispiel ein 8B-Bleistift, sorgen dabei für dunkle Flächen. Harte Bleistifte, wie zum Beispiel ein 2H-Bleistift, für helle Flächen. In dem Beispiel hier habe ich auf alle Stifte gleich viel Druck ausgeübt. Um aber auch mit nur einem Bleistift Schatten zeichnen zu können und viel Kontrast zu erzeugen, ohne unbedingt mit Schraffuren arbeiten zu müssen, könnt ihr auch einfach ein bisschen mit dem Druck, den ihr auf euren Bleistift ausübt, spielen. Das ist tatsächlich meine Lieblingsmethode, um zu schattieren, einfach weil es am realistischsten aussieht. Für die dunklen Stellen müsst ihr dabei einfach mehr Druck ausüben als für die hellen Stellen. Also ganz so einfach ist es nicht, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wenn ihr das übt und immer wieder wiederholt, werdet ihr das sicher hinbekommen. Das ist aber auch mit weichen Bleistiften einfacher als mit harten Bleistiften. Und noch ein Tipp, um es euch einfacher zu machen, ist, den Bleistift so parallel wie möglich zum Papier zu halten. So habt ihr eine größere Fläche von eurem Bleistift, mit der ihr zeichnen könnt und lauft nicht Gefahr, aus Versehen eine Linie mit zu viel Druck zu erzeugen, die euch im Nachhinein das Bild versaut. Versucht auch beim Schattenzeichnen immer den Schatten nach und nach aufzubauen und nicht sofort von Anfang an den richtigen Tonwert bzw. die richtige Dunkelheit erzeugen zu wollen. Wie ihr seht, bin ich hier in dem Beispiel auch noch ein zweites Mal drüber gegangen, um den Kontrast zu verstärken. Wenn ihr das Ganze noch realistischer gestalten möchtet, könnt ihr eure Flächen auch noch verwischen. Aber bitte benutzt dafür nicht euren Finger. Das gibt nur unschöne Flecken. Benutzt stattdessen lieber ein Wattestäbchen, ein Stück Küchenpapier, Klopapier oder Taschentuch oder auch einen Papierwischer, wenn ihr sowas habt. Und auch hier ist es am besten, wenn ihr eure Schatten langsam und Stück für Stück aufbaut. So wie ich das hier auch gemacht habe, zuerst eine einheitliche Fläche verwischen und dann auf der einen Seite nochmal mit dem Bleistift drüber gehen und anschließend wieder verwischen. Das könnt ihr dann so oft wiederholen, bis euer Schatten den gewünschten Tonwert erreicht hat. Jetzt liegt es an euch, bis nächste Woche Schattenzeichnen zu üben, bis ich euch dann zeige, wie ihr ganz einfach Nasen zeichnen und schattieren könnt. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und Anmerkungen, Wünsche und Kritik könnt ihr mir gerne in den Kommentaren dalassen. Und wie gesagt, wenn euch eine Videoserie zum Thema Zeichnenlernen für Anfänger, in der ihr Schritt für Schritt zeichnen lernen werdet, interessiert, abonniert meinen Kanal und ich sehe euch beim nächsten Video.